So, willkommen zurück. Ich bin wieder zurück und ich bin daheim. So, jetzt wird ganz viel Wäsche gewaschen. Wie ihr seht, ja, dann fangen wir doch schon mal gleich an. Und zwar, ich habe hier schon ganz viel bunt, hell. So, jetzt ist alles drin. Und wie ihr sehen könnt, alles ist richtig voll. Das heißt, wir werden erstmal Wasser Plus holen, also spülen, damit es mir ganz viel Wasser gibt. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, viele also, haben mich gefragt, warum ich immer spülen gehen zuerst. Das mache ich nur, wenn Maschine ganz voll ist und damit ich mehr Wasser bekomme, weil wenn ich auch spülen gehe, gibt sie mir ja Wasser und dann, wenn ich Programm wechsle, zum Beispiel jetzt auf Baumwolle gehe, dann bleibt das Wasser drin und dann spült es ja einfach mit mehr Wasser. Deswegen mache ich das und ja, dann, also als nächstes kommt dann noch die Schwarzwäsche. Ich kann nicht mehr. So, dann hat man mich noch gefragt, glaube ich, ob man Perlen mit Weichspüler ersetzen kann, also Parfümperlen. Das könnte man rein theoretisch schon. Also wer keinen Weichspüler mag, kann natürlich mit Perlen das ersetzen. Es riecht dann eigentlich genauso gut. Ja, man kann auch beides benutzen. Also ich benutze ja Biss und Perlen zusammen. Deswegen, ja, also normalerweise geht das schon. Die Wäsche ist dann aber halt nicht mehr so weich. Weil der Weichspüler macht ja die Wäsche ein bisschen so, ja, weicher, sag ich jetzt mal. Und ja, ihr seht, dass ich gerade ein bisschen so in Eile bin. Weil ich habe noch so viel zu tun. Aber da es die Wäsche vom Urlaub ist, wollte ich euch mitnehmen. Auch was rein. Natürlich benutze ich ja natürlich immer flüssig mit. Und ich benutze jetzt einfach von Spe Sensitive. Ich gebe einfach hier rein. So. Viele haben mich gefragt, warum ich das beides benutze gleichzeitig. Also ich finde, die Wäsche riecht dann besser. Sauber wird sie ja sowieso. Ja. Jetzt muss ich kurz was holen. So. Schon mal Programm einstellen. So, die Hälfte der Wäsche ist eigentlich sauber und die andere war schmutzig. Aber die Sachen riechen so komisch, weil im Urlaub hatte ich so eine Candy-Waschmaschine. Und ich weiß nicht, die hat zwar gut gewaschen, aber die hat so einen komischen Duft. Die hat so einen komischen Duft hinterlassen.
Ja. Und ich habe da auch Lavendel benutzt. Ja, das ist nicht so meins eigentlich. Obwohl es gut gerochen hat, aber so im Nachhinein in der Wäsche, als ich hier angekommen bin, ne. Vielleicht mit dem. Zum Beispiel, ich will was. Ja, mach mal das. Frangipani. Mel. So. Und gemischt mit. Mach mal kuschelweich. Vielleicht ein Gefühl von Frische. So, jetzt haben wir noch 1 Stunde 7 Minuten. Und er will schon gleich ein Spinwash. Ja, meine Kinder sind gerade hier. Hör auf, Schatz. So, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Ich muss bloß weitermachen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.